In Deutschland sollen die Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember beginnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe die Gesundheitsministerkonferenz über die Zulassung und Zulieferung des Impfstoffes von BioNTech und Pfizer informiert, teilte Berlin gestern mit. Für die Bundesländer ergibt sich daraus der 27. Dezember als Starttermin, hieß es. Insbesondere solle mit der Impfung in Pflegeheimen begonnen werden. Zuvor hatte eine Nachrichtenagentur von Insidern erfahren, dass der Schritt vorbehaltlich einer Zulassung am 23. Dezember durch die EU und einer anschließenden Prüfung der Chargen durch das Paul-Ehrlich-Institut sei. Zuletzt war ein Höchststand an neuen Todesfällen und einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen vermeldet worden. Die Gesundheitsämter übermittelten dem Robert-Koch-Institut, RKI, 952 weitere Todesfälle und 27.728 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 20.815 Neuinfektionen und 590 Todesfälle gemeldet worden. Die hohen Zahlen jetzt erklären sich zum Teil auch durch Nachmeldungen von Daten vom Vortag durch den Freistaat Sachsen.